Ja, worum wird es bei meiner Playlist Urban Gardening gehen? Um Anbau im kleinen Stil, um ja, seine Vorräte zu strecken, etwas zu bekommen, was nicht schlecht ist. Das hier ist zum Beispiel Ingwer, ein Test, den ich gemacht habe. Jemand hat im YouTube-Video gezeigt, dass man das auch in Europa anbauen kann. Der war jetzt sogar draußen gestanden bis ja, 5.10. Es ist mittlerweile etwas kühl, jetzt steht er drin. Und wie man sieht, diese Triebe, die waren schon mal, da waren schon welche vorhanden. Und dieser Trieb ist jetzt neu gekommen. Am besten, ich zeige euch dann, wie das geht im Detail. Ja, was ist das hier? Das sind kleine Tomatenpflänzchen. Das ist nochmal ein Test. Die kann man jetzt natürlich nicht mehr einpflanzen, das ist zu kalt. Aber die habe ich aus geernteten Tomaten, die nicht mehr ganz gut waren, einfach in Scheiben geschnitten, da unter die Erde gelegt und ja, da treiben jetzt ganz einfach neue Tomaten raus. Vielleicht setze ich die auch ins Haus. Im Haus wachsen die immer noch. Das ist ja warm genug. Ist die Frage, ob sie danach was tragen, beziehungsweise ob ich sie über den Winter bekomme. Das gleiche gilt für das hier. Das sind zwei Lauchreststücke, Lauchzwiebelreststücke. Die habe ich hier einfach vor Wochen schon eingepflanzt, nachdem wir sie nicht verbraucht haben. Und hier draußen wachsen sie noch. Hier habe ich auch noch einige Sachen, die ich in Töpfen ziehe. Das ist einmal ein Kohlrabi und Selleriestauden. Und jetzt noch mal ein paar Zwiebeln. Die sind auch übrig geblieben. Die haben angefangen auszutreiben und ich habe sie hier einfach eingesetzt. Hier habe ich mal Karotten eingesetzt. Die wachsen schön dicht aneinander und danach wird, wenn die bis runtergewachsen sind im Topf, kaum Erde dazwischen sein. Ja, mal sehen. Hier habe ich eines meiner Hochbeete noch mit Karotten stehen. Die wachsen auch noch. Die wachsen bis Ende Oktober auf jeden Fall noch. Und hier habe ich ein Hochbeet, eines meiner kleinen Hochbeete, mit denen ich einige Sachen angesät habe. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Diese kleinen Spitzen hier, die da rausstehen. Das ist Knoblauch. Den habe ich hier gesteckt. Den steckt man auch am besten im Herbst. Ja, ansonsten habe ich hier noch Mairüben angepflanzt, Radieschen angepflanzt. Das ist die Reihe da. Die kommt jetzt auch noch. Und hier vorne habe ich noch andere Dinge angesät, die man im Herbst, also sprich Oktober, noch ansehen kann. Es gibt sogar noch Sachen, die kann man im November ansehen. Hier ist noch nichts zu sehen. Da ist aber ein auch im Winter wachsender Salat angesät. Ja, und hier hängt noch ein Kürbis rum. Ein Butternut-Kürbis, wie man unschwer erkennen kann. Den werde ich dann irgendwann mal ernten. Und hier bereite ich schon wieder ein neues Hochbeet vor.